Geoffrey Belden als Kettwiesel. Nach einer Erzählung von Richard Carpenter. Die Normannen kommen. Schierling und Rosmarin. Gefieder des Omen, heul nicht. Mahnender Nachtvogel, heul nicht. Tochter der Mondgöttin, hör auf zu heulen. Stocktaub ist sie. Nun habe ich alle Pflanzen, die ich brauche. Ach, da bist du ja, meine Vertraute. Auf dem Clavicula Salomonis. Kühlwalder, ich ahne Unheil. Unheil verheißt die Eule, die am Tage heult. Heulende Eulen fürchte ich so wie das Wasser. Versuche, die Geister der Luft zu beschwören. Ihre Kraft wird dich in die Lüfte erheben und du wirst fliegen, so wie die Vögel am hohen Firmament. Schierling, Fingerhut, Bilsenkraut, Butterblume. Bestiam consolatio veni ad me. Veni ad me. Vertat. Ich werde dir gleich etwas zu fressen geben, meine Vertraute. Salmai. Dalmai, Adomai. Ich kann nicht fliegen. Ich beschwöre euch, ihr luftigen Wesen, Salmai, Dalmai, Adomai! Kühlwalder, komm! Bouffant, bouffant, imbécile! Schweißle! Ihr normannischen Dummköpfe, ich will euch das Tanzen lehren. Le sorcier là!
Helft mir, ihr Geister, helft mir hier weg, lasst mich fliegen. Salmei, Dalmei, Erdomei. Kühlwalder, Vertraute, wo bist du? Ich bin geflogen. Ich bin geflogen. Ihr freundlichen Luftgeister, habt Dank. Seid bedankt für meine wunderbare Rettung. Nein, nein! Ein Ungeheuer naht sich mir! Trip hieß er wohl. Er fuhr meistens einen Ferrari. Ach, solche Rennfahrer wie den, die gibt's nicht mehr. Wann fängt der Fernsehfilm an? 9:30. Er ist sicher spannend. Verpass ihn nicht. Bestimmt nicht. Ist euer Fernseher wieder ganz? Tja, aber wenn ich den Film sehen will, dann muss ich zu euch kommen. Auf dem anderen Kanal ist die Sendung für die Hausfrau und die will meine Mutter nicht versäumen. Kann ich mir denken. Also vergiss nicht, Harold. 9:30. Sie würfelten mit dem Tod. Wiedersehen. Wiedersehen. Hatsch! Wo kommen Sie denn her? Kommen Sie da raus. Sie sollen da rauskommen. Sie dürfen sich hier nicht aufhalten. Das ist Privatbesitz. Bist du etwa ein junger Normanne? Nein, mein Vorname ist Harold. Kommen Sie doch bitte lieber her. Nein, nein. Ich habe davor Angst. Was? Vor dem Ding da? Mhm. Sie fürchten sich doch nicht vor einem Trecker, oder doch? Er heult so wie die Verdammten. So laut, dass die Erde erbebt. Davor brauchen Sie sich nicht zu fürchten. Dann kommen Sie endlich davor. Heule nicht, du magischer Kriegswagen. Ist sie nicht gut? Wie fürchterlich, ein Ungeheuer. Sie sind ja völlig nass. Hast du Macht über ihn? Hören Sie endlich mit diesem Unsinn auf. Sie dürfen hier nicht sein. Mein Vater wirft Sie raus. Kannst du ihm etwas befehlen? Das ist doch nur ein Trecker. Kommen Sie her. Harold, wirst du sofort damit aufhören? Ich habe dir schon oft genug verboten, den Trecker anzufassen. Also lass das, sonst darfst du nicht mit nach London. Verstanden? Entschuldige, Dad. Sam ist schon weg, ja? Ja, Dad.
Putzi riecht wohl eine Ratte. Nein, hier ist keine Ratte, Dad. Oh, was stinkt denn hier so furchtbar? Findest du, ich mag nichts davon. Es stinkt verfault, wie eine tote Katze. Versuch es rauszufinden, das ist ja scheußlich. Ja, Dad. Ich sterbe fast vor Hunger. Psch. Mein Vater hatte recht, sie stinken ja fürchterlich. Mein Magen knurrt ganz laut vor Hunger. Okay, ich bring... Oh. Komm, Harold. Ich bin gleich da. Hören Sie. Ja? In ein paar Stunden ist es dunkel, dann bringe ich Ihnen was zu essen. Hey. Hm? Harold, wo bin ich hier? In der Hexenhoffarm. Hast du hier schon Normannen gesehen? Normannen? Germanen, die unser Land erobern. So ein Blödsinn. Das ist doch schon viele hundert Jahre her. Ach. 1066. Ich muss jetzt gehen. Viele hundert Jahre ist das her? Harold! Ja, ich komme, Dad. Mehr als 900 Jahre. Dann bis nachher. Das ist... 900 Jahre her? Donnerwetter. Sam. Tag, Harold. Wo ist dein Vater? Ach ja, er ist in die Wirtschaft gegangen. Ach so. Natürlich hast du es vergessen. Was? 9:30, sie würfelten mit dem Tod. Ach, verflixt, ja. Entschuldige bitte, Sam, aber ich kann mir die Sendung nicht mit dir ansehen. Was? Warum denn nicht? Schmutz. Was heißt Schmutz? Auf dem Teppich in meinem Zimmer ist ein Schmutzfleck. Der muss weg, bevor mein Vater wieder zurück ist. Kannst du den Fernseher einschalten? Tja, selbstverständlich, aber Harold, ich... Es ist gleich 9:30. Sind Sie noch da? Hier bin ich. Zauberei hat mich geblendet. Was? Ich bin blind, ich bin blind. Oh, entschuldigen Sie. Kommen Sie raus, ich habe das Licht wieder ausgeschaltet. Ich sehe wieder. Wie hast du den Fluch von uns genommen? Welchen Fluch? Das große Feuer, das mich geblendet hat. Ach so, das? Hast du es vernichtet? Ich habe es ausgeschaltet, wenn Sie das meinen. Ausgeschaltet? Halten Sie sich die Augen zu und wenn ich das Licht eingeschaltet habe, nehmen Sie die Hände weg. Haben Sie die Hände vorgehalten? Fertig? Ja. Also? Das ist doch nur Elektrizität. Oh, Meister der magischen Künste, lass mich dir dienen. Wie? Enthülle mir diese Wunder der Magie. Magie? Lehre mich deinen Elektriktrick, dass ich das auch fertig bringe. Was für ein Trick? Er zaubert die Sonne in eine Flasche hinein. Harold, das Bild ist so merkwürdig. Harold? Keine Angst, nur herumdrehen. Das ist ja... Ein...
Harold! Tje! 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 Tje, das ist ja... Jetzt ist genug. Ja, es ist wunderbar. Ach hier, was zu essen? Mein Daumen sticht. Wie? Jemand kommt. Was machst du denn hier? Ich denke, du siehst fern. Ach, das Bild wackelt immer zu. Verstehst du was davon? Was ist denn das? Altes Brot. Das kriegen morgen früh die Schweine. Ach, gib her, ich schütte es in den Schweinetrog. Wenn du es hier lässt, fressen es die Ratten. Aber das kann ich... Bring du den Fernseher in Ordnung. Ich mache ihn nur kaputt. Es dauert nur einen Augenblick. Ich weiß nicht, was mit dem Kasten los ist. Ich nehme an, dass ich am falschen Knopf gedreht habe. Gern geschehen. Was tun Sie denn hier? Was zu essen will ich haben. Was zu essen möchte ich? Wir müssen uns beeilen. Ja. Brot? Brot? Ein Stück Wurst? Mhm. Käse? Ach, Käse, ja. Ja. Sie sind ausgehungert, ja. Was? Wollen Sie Orangensaft? Den kenne ich nicht. Kosten Sie mal. Ja. Du solltest nicht versuchen, mich zu vergiften. Sonst lasse ich dich durch die Dämonen vernichten. Sind Sie verrückt? Nein. Ich bin Catweasel. Sie sind... Ja, hör mich an, junger Zauberer. Ich komme aus einer Zeit, als dieses Land von den Normannen erobert wurde. Ihr Anführer war Wilhelm von der Normandie. Ich glaube es Ihnen. Ehrenwort. Du wirst es nicht ausplaudern? Ausgeschlossen, das verspreche ich Ihnen. Nein, du musst es mir schwören bei Adamkos. Adamkos? Hey, was ist denn das? Das Messer einer Zauberin. Nicht berühren, es ist Hekate geweiht. Schwöre. Ich schwöre. Tschatschatschatschatschat. Ich schwöre bei den magischen Geistern des metallenen Kessels. Ich schwöre bei den magischen Geistern des metallenen Kessels. Was für ein Kessel? Tschatschat. Dass ich niemandem etwas sagen werde. Dass ich niemandem etwas sagen werde. Über Catweasel. Über Catweasel. Dein Schwur gilt. Machen. Na, du mach doch auf. Lass mich doch hier nicht stehen.
Wo soll ich denn nun hin, Herr Rolf? Ich weiß nicht, wo Sie sonst auch schlafen. Sie können ja in einem Stall übernachten. Stall? Stall, ja, in einer kleinen Holzhütte. Hinter der Scheune sind eine Menge. Teufel, was treibt ihr zwei denn hier? Wir, Boss. Und du, Harold? Was ist mit dir? Hast du die Scheibe zerbrochen? Ob ich das war? Nein, das war die alte... Das... Keine Ausreden. Sag, wer es war. Ich kann es nicht. Warum kannst du es nicht sagen? Ich möchte es sagen, aber ich kann... Nun raus damit! Ich möchte es ja sagen. Hör mit dem Unsinn auf. Und warum liegt das alles hier herum? Abendessen. Manchmal fürchte ich, du bist wirklich nicht gescheit. Das sieht ja hier wüst aus. Es tut mir wirklich leid, Dad. Ich frage dich also zum letzten Mal, verstanden? Ja. Also, was hast du vorhin vorgehabt? Nun, ich wollte... Okay, du ziehst es vor, mir nicht die Wahrheit zu sagen, also marsch ins Bett. Geh zu Bett. Sofort ins Bett. In meiner Jugend hat man das dummdreist genannt. Scheine, kleine Sonne. Scheine, kleine Sonne. Nein, nein, es klappt nicht. Ich muss noch viel lernen. Morgen früh, da will ich die neue Hexenkunst erlernen. Die neue Magie von dem jungen Zauberer.